gehört, wie schlimm und das mit dem Krieg ist. Und da bin ich mit Ihnen einer Meinung und wie hilfsbereit unsere Bevölkerung ist, was diesen Krieg betrifft. Aber die Ruhe und Gelassenheit, wenn ich Verteidigungsministerin wäre, würde ich nicht haben, wenn ich darüber genau nachdenke, wie unser Bundesheer im Endeffekt bei einer Verteidigung und bei einem Angriff, wie das dastehen würde, wenn bei uns so etwas passieren würde. Denn wir bringen ja nicht einmal zusammen und da sagt die Opposition, die Freiheitliche Partei und die SPÖ einfach mit Recht, gell? Wir bringen bei einer Blackout-Vorsorge, ist eine Anfrage gestellt worden an Sie, dass es um die 100 wichtigsten Liegenschaften des Bundesheers gegangen und die würden nicht einmal 14 Tage autark irgendwas aushalten. Also frage mich wirklich, was hier in der Vergangenheit passiert ist und dann stellen Sie einen Plan, einen 5-Jahres-Plan zusammen, wo dann gerade einmal 25 Liegenschaften in den nächsten 1-2 Jahren dorthin kommen, wo das sein sollte. Und wenn man weiß, wenn wir keinen Strom haben, da kann man eine Bevölkerung nicht mehr verteidigen. Und deshalb, glaube ich, ist es das Wichtigste, dass Sie es nach dem halten, wie es Bruno Kreisky 1975 gemacht hat. Der hat in die Verfassung schreiben lassen, es ist eine umfassende Landesverteidigung. Und Sie müssen in Zukunft, liebe Ministerin, die Miliz stärken. Mein Vorredner hat das jetzt auch schon ganz klar gesagt. Es wird ja sonst nicht gehen. Wie kann man sich vorstellen, wie ein Bundesheerler das machen kann, wenn er noch nie ausgebildet ist und in den Jahren hin nie eine Übung macht? Das kann es ganz einfach nicht gehen. Und mit diesen Sachen, wie Sie jetzt machen, mit dieser Zentralstellenreform, wo Sie eine Direktion machen wollen statt eine Kommandos, ja, wie soll denn sowas gehen? Treten Sie dann jetzt als Oberlehrerin dort auf, da gehört ein Kommando her, da gehört starke Abläufe her, gehört Truppenübungen her, anders können Sie das ja nicht machen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie Sie das in Zukunft tun sollten, weil wenn ich heute mit 18 Jahren einen Führerschein mache oder mit 18 Jahren eingekrückt bin und mit 60 Jahren, wie ich heute bin, gehe ich das erste Mal wieder Auto fahren, das will ich ja nicht kennen. Das können Sie so nicht machen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe und die Aufgabe dieser ÖVP, endlich für die Landesverteidigung ein Geld zu geben, uns zu glauben und das abzuhandeln. Sie können nicht einen Wehrsprecher einladen und 2 Stunden oder 2 Minuten später eine Aussendung machen. Sie erzählen da irgendeine Geschichten. Ich finde das einfach nicht korrekt, dass Sie das machen. Ich finde das einfach nicht korrekt.